Hallo liebe DL-Männer, herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Heute aus der Pizzeria Rialto mitten im Dorfkern von Dabringhausen. Und hier steht der Erkan und Erkan, ich habe Hunger, ich muss aber gleich sofort weiter. Was kannst du mir auf die Schnelle empfehlen? Also ich kann dir gerne Pizza Dabringhausen empfehlen, die ist bei uns sehr gängig, wird sehr oft genommen. Auch Pizza Dünn wird sehr oft genommen, aber ich weiß, Dabringhausen und die Dünner haben früher wegen der Fußball ein bisschen kleine Auseinandersetzung, aber trotzdem. Also Pizza Dabringhausen, wie gesagt, kann ich sehr gut empfehlen. Dönertasche kann ich empfehlen. Dönerteller wird auch sehr oft genommen bei uns. Und natürlich, wenn es schnell gehen muss, eine Dönertasche, dass ich den ganz schnell machen kann. Oder auch italienische Pizzen sind bei uns sehr, sehr gängig. Was du gerne haben möchtest. Sag schnell, was du haben willst, dann mache ich dir das innerhalb von 5 Minuten fertig. Da sind wir gerade beim Thema Pizza Dabringhausen. Da kommt jetzt ein ganz großes Ereignis, das hatten wir schon angekündigt, am 10.11. Showdown für das absolute historische erstmalige Derby. DTV Dabringhausen empfängt Wermelskirchen 09 und das wird richtig spannend. So, liebe Wermelskirchener, liebe Dabringhausener, wir stehen hier am Ort des Geschehens in der Derby Arena, dem Sportpark Höferhof in Dabringhausen und neben mir steht Agabayan, der neue Sponsor der neu gestalteten Westkurve hier und wir wollen einfach mal wissen, was hat dich überzeugt, hier in Dabringhausen bei DTV einzusteigen? Ja, ich wurde von Michael Eckenstein angesprochen, um den Gespark neu zu gestalten, hier ein bisschen Pep reinzubringen. Die Sachen waren ein bisschen runtergekommen, die hier waren vor Ort und da hat er mich gefragt, wie können wir da zusammenarbeiten. Wie können wir es auffrischen, ein bisschen Pep reinbringen? DTV ist am Aufsteigen. Wie können wir da unterstützen? Und durch die Mittel, die wir haben, durch die werbetechnischen Mittel, Druckmöglichkeiten und so weiter, haben wir ihm Vorschläge gemacht, wie wir es am besten aufpeppen können, mit welchen Materialien und welchen Drucktechniken. Ja, und dann haben wir tatkräftig Tag und Nacht gedruckt und ein bisschen aufgepeppt. So, am Werbekonzept kann es also nicht mehr liegen, denn der Rest bleibt bei den Spielern auf dem Platz am Sonntag. Gibt es einen Tipp für den Sonntag? Ich würde sagen, DTV gewinnt 3-1. Das ist ein ganz normales Spiel, für mich ist das ein normales Spiel wie jeder andere. 3 Punkte und nicht mehr und nicht weniger. Auswärtssieg! 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 It's Derby Time! Seid dabei! Sonntag um 14.30 Uhr, Sportpark Höferhof. So, wenn wir hier vor dem Schild stehen, krieg gleich ein Stück Kreide und da würde ich draufschreiben, Moderator gesucht, denn Wermelskirchen TV hat am Wochenende ausgeschrieben einen neuen Moderator für unser Fernsehprogramm und der kriegt eine eigene Show, die er dann sich selbst zusammenstellt. Und wie gesagt, ihr seid aufgerufen, wenn ihr euch als Rampensau fühlt und sagt, Wermelskirchen TV und die Wermelskirchener müssen mich sehen, dann seid ihr herzlich eingeladen, euer eigenes Sendeformat zu kreieren. An dieser Stelle kann ich natürlich noch sagen, auch der Posten des Sportberichterstatters bei Wermelskirchen ist noch vakant. Ja, wenn es euch interessiert, Mail an Wermelskirchen TV oder wenn ihr ganz gut drauf seid, macht ihr ein kleines Bewerbungsvideo und schickt uns das ein. So, wo wir gemütlich vor dem Kerzchen sitzen, das Thema Sekundarschule kreist ja schon seit Monaten in Wermelskirchen durch die Lande. Und jetzt ging es natürlich auch darum, dass wir von Wermelskirchen TV mal Stellung dazu nehmen. Dazu hört ihr einen Kommentar von Sandra Palm. Zur Sekundarschule könnte man viel sagen. Das Problem ist allerdings immer, wir wollen ja so ein bisschen neutral bleiben. Jetzt laufen die Anmeldungen. Anmeldungen, heute auf Facebook schon die Frage, hey, wo kann ich meine Stimme abgeben? So leicht ist das nicht. 75 Eltern der Klassen 4 und der Klassen 3, also nur diese Eltern, sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nur eine Meinungsumfrage. Würde ich mir vorstellen können, mein Kind auf der Sekundarschule anzumelden? Ganz einfach. Was interessieren jetzt die Meinungen aller Wermelskirchener Bürger, die keine Kinder haben und sagen, oh ja, das würde ich, und wir richten sie ein und keiner geht hin. Mit dieser Abfrage kann man schon entscheiden, ja, wie werden die Anmeldezahlen sein? Lohnt es sich im Februar überhaupt eine Anmeldung für die Sekundarschule zu machen oder eben nicht? Liebe Eltern, ihr seid aufgerufen, abzustimmen. Und wenn ihr es nicht tut, dann wird statistisch hochgerechnet. Also lieber eine Meinung abgeben. Und jetzt, da es ein Kommentar ist, eine persönliche Meinung. Wir haben diesen Sommer ganz oft erlebt und ganz schwierig, 6 Schüler der Realschule, die abgehen mussten und an der hiesigen Hauptschule keinen Platz bekommen haben. Vielleicht ist eine einzige Schule in Wermelskirchen neben dem Gymnasium doch besser.
Bei den ganzen Ereignissen brauchen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir hier im Kinderspielzimmer von der Pizzeria Rialto sind, dass auch bald wieder Martins Singen ist. Das bedeutet für euch, liebe Dell-Männer, dass er gegebenenfalls ein paar kleine Süßigkeiten bereithaltet, weil es vielleicht an der Tür heißen kann, Mäde, Mäde, Jodemann. Aber wir haben natürlich auch die Trends verfolgt, die da sagen, man sollte das St. Martin möglicherweise abschaffen und ein Sonne, Mond und Sterne Lichterfest draus machen. Ich glaube, hier geht das Thema, dass es nicht einen religiösen Hintergrund haben kann, vielleicht doch ein bisschen zu weit. Außerdem haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, wo wir häufig angesprochen worden sind. Da geht es um die WEW, das Thema Kassenprüfung und Vorstandsvereinsentlastung. Wir haben mit beiden Parteien gesprochen, das heißt, wir haben mit Rechtsanwalt Christian Ey, dem Kassenprüfer, gesprochen und mit André Frohwein, dem Geschäftsführer der WEW. Aktueller Stand ist eben, dass der Vorgang bei der Staatsanwaltschaft zur Prüfung liegt und beide Parteien möchten, dass diese Prüfung abgewartet wird. Und dann werden wir am Ende schauen, ob der Vorstand, der ja schon mit großer Mehrheit von den Mitgliedern entlastet worden ist, alles richtig gemacht hat oder ob unter Umständen kleine Korrekturen gemacht werden müssen. Am Ende des Tages hat auch Christian Ey gesagt, es kann nur positiv für diesen Verein sein, der gerade jung und dynamisch mit einem neuen Vorstand ausgestattet ist und schon so viel für unsere Stadt getan hat. So, eins der Top-Ereignisse an diesem Wochenende, wo sich viele schon ein ganzes Jahr drauf freuen, das ist natürlich die Live-Music-Tour. Jetzt am Samstag in 22 Gaststätten hier in Wermelskirchen mit super tollen Acts und natürlich ist auch hier in der Pizzeria Rialto einer der Acts dabei, nämlich die Gruppe Prime Meat. Eine junge Truppe, die sowohl Eigenkompositionen als auch gecoverte Versionen macht. Und hier sieht man schon, es wird ist mächtig was aufgebaut und ich glaube, es wird mächtig Stimmung geben. Ja, Erkan, habt ihr ja toll eingerichtet hier, sogar mit Kinderspielecke, wie ich gesehen habe. Und was habt ihr hier noch so vor? Also am Samstagabend sehen Sie die ganze Bestellung nicht mehr hier. Das wird alles weggeräumt, das kommt alles in den Kinderspielzimmer rein. Die Lampen werden hochgeklappt, damit die Köpfe nicht dagegen knallen. Und eine separate Biertheke bauen wir hier auf. Also wir haben eine große Theke, wie Sie da vorne auch sehen, und eventuell eine separate Theke, wo wir da separat zapfen können. Also Getränke und Essen ist hier genug da. Und vor allen Dingen Platz hat auch, ne? Oh ja, bis zu 200-300 Leute, Personen passen hier rein, ohne Probleme. Wir haben Platz genug, bei uns kann man richtig abfeiern. So, Veranstaltungstipps kann ich euch auch noch geben. Am Freitag ist Kabarett zu zweit in der Cut. Und wenn wir beim Thema Kabarett sind, dann auch direkt dieser berühmte Schildbürgerstreich, den wir euch natürlich mit bewegten Bildern nicht vorenthalten wollen. 30-Zone ist das Stichwort, schaut mal rein. Liebe Dämmler, manche Sachen erschließen sich dem geneigten Wermelskirchner nicht. Hier haben wir den Brückenweg und wir haben ein Ende der 30-Zone, aber das nur für wirklich ganz kurze Zeit, denn wie ihr sehen könnt, danach geht es direkt wieder weiter mit 30. Ich vermute, dass hier wahrscheinlich ein geeigneter Schildhersteller sich eine goldene Nase verdienen möchte. Und die Wermelskirchner machen mit. Das war Wermelskirchen TV Magazin aus Pizzeria Rialto in Dabringhausen. Ich hoffe, dass Sie zahlreich am Samstag hier erscheinen und sage bis bald. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, am Freitag im Talk Willi Mergler. Und dann sage ich Tschüss, euer Matthias.